er von ihm sozusagen die Augen bekommt, zu die spirituelle Wirklichkeit zu erkennen. Man wird geschult durch den spirituellen Meister, um letztendlich eine spirituelle Wahrnehmung zu entwickeln. Der spirituelle Meister ist fast wie eine Hebamme, könnte man sagen, die einem hilft, die spirituelle Erkenntnis zu einer Geburt zu bringen in sich selber. So, ich ging also in diesen Raum hinein und sah meinen spirituellen Meister und hatte diese Ahnung, dass das unser letztes Treffen sein würde. Er schaute dann, bis wir alle saßen, und fragte uns dann: So, habt ihr verstanden, was ich euch lehren wollte? Did you understand our philosophy? Und dann waren mehrere Antworten da, mit denen er aber nicht zufrieden war, und schließlich gab er die Antwort selber. Er sagte: First of all, you have to understand that life is eternal. Also in Deutsch etwa: Zunächst einmal muss man verstehen, dass das Leben ewig ist. Damit hat Srila Prabhupada seine Schüler erinnert an die erste und vielleicht die zentralste Lehre des Krishna-Bewusstseins, nämlich